Als Erste sehen wir gleich die Titelverteidiger. Geht also gleich in die Vollen hier in der Bremer Stadthalle. Klaipeda-Universität aus Litauen, amtierender Welt- und Europameister. 7-mal schon Weltmeister gewesen, zuletzt im vergangenen Jahr vor heimischem Publikum, als die mitfavorisierten Bremer ja so in ihren Augen schmählich scheiterten und nur Vierte wurden. Rio heißt ihre Choreografie, die ist brandneu, hat nichts zu tun etwa mit den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen 2016, sondern mit dem Animationsfilm aus dem Kino, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Zwei Vögel stehen da im Mittelpunkt und die Dame unter den beiden ist eine sehr farbenfrohe. Das signalisiert das Gezwitscher, was Sie im Hintergrund hören, und natürlich auch das Federkleid der Damen hier vorne. Auf geht's! Unternehmen Titelverteidigung für Litauen. Sahen nennt sich Einmarsch. Erst jetzt, nach einem akustischen Signal, beginnt die eigentliche Choreografie. Insgesamt darf eine solche Darbietung mit Ein- und Ausmarsch nachher nicht länger als 6 Minuten dauern. Der Hauptteil, den wir jetzt also sehen, darf 4 Minuten nicht überschreiten, muss alle 5 lateinamerikanischen Tänze in sich haben. Dazu noch einige Feinheiten, zu denen ich später Ihnen gerne noch mehr erzähle. Schauen wir erstmal ganz entspannt drauf, was sich die Litauer ausgedacht haben. So much.
Es ist immer ein Problem, als Erster in solch ein Finale zu starten. Aber wenn wir ehrlich sind, denen hier scheint es überhaupt nichts ausgemacht zu haben. Eine blitzsaubere Vorstellung des Titelverteidigers. Natürlich waren auch hier wieder die von Melissa Ortiz-Gomez angesprochenen Effekte enthalten, die manche auch etwas despektierlich als Effekthascherei bezeichnen. Aber sind wir mal ehrlich, das wollen wir ja auch sehen als Tanzsportinteressierte. Wir wollen ja auch immer wieder Neues, Innovatives, Fantasievolles sehen. Gerade von Teams wie diesem hier aus Litauen, denen immer so ein bisschen der Ruf vorauseilt, sie seien rein auf Synchronität und Exaktheit aus.